Servus Leute, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem ganz besonderen Video. Heute wird nämlich nicht gekocht, das hier ist ein ganz kleines Unboxing. Überschrift Reklamation, okay? Reklamationen sind so Geschichten, mit denen jeder Koch nur relativ schwer umgehen kann. Egal, wie viel Herzblut man in seinen Job steckt, Reklamationen sind immer irgendwie schwer zu verdauen. Wie du weißt, ich arbeite schon weit über 25 Jahre in diesem Beruf, bin Koch, habe eigentlich schon alles, was man so durchmachen kann, durchgemacht. Von der Selbstständigkeit über Küchenchef in einem großen Hotel, in kleinen Restaurants und so weiter und so fort. Das, was immer mal wiederkehrt, sind Reklamationen. Naja, manchmal ist es so, dass man einfach selber einen schlechten Tag hat, dann weiß man ganz genau, dass heute wahrscheinlich ein bisschen was in die Hose gehen wird. Dann ist es manchmal so, dass man ja total überrascht ist, weil man eigentlich von so einer Kreation oder von so einem Essen, was man gekocht hat, unglaublich überzeugt war und der es bekommen hat, den hat es halt an dem Tag nicht so gut gefallen. Dann ist es manchmal so, dass, naja, die Gäste schon ziemlich unentspannt zum Essen gehen, weil sie vielleicht gar keine Lust darauf haben, weil es vielleicht ein geschäftliches Essen ist oder es ist ein kompliziertes Thema oder man möchte sich nur aussprechen und oftmals, gerade wenn es um Beziehungskisten geht, treffen sich die Leute dann am allerliebsten in einem Restaurant und na, wenn es dann in die Hosen geht, dann weißt du, was los ist. Dann bekommt nämlich nicht nur der Wirt, sondern am Ende des Tages definitiv auch der Koch das zu spüren. Jetzt ist es vor ein paar Tagen passiert, dass ich, du weißt doch, dass ich zwei Kinder habe, stimmt's? Zwei ganz süße Mädels. Und wir haben da so ein kleines Ritual, dass immer mal in der Woche die Größere, die Emilia, so eine kleine Instant-Nudelsuppe kocht. Einfach aus dem Grund, weil sie total auf diese kleinen Asia-Nudelsuppen steht. Und zum anderen, wenn sie dann ganz stolz ihr Essen präsentiert. Und jetzt war es so, dass in dem letzten Paket dieser Nudeln, die waren fehlerhaft, okay? Die waren ein bisschen fehlerhaft. Und dann haben wir ein zweites Paket geöffnet. Dieses zweite Paket war eben auch fehlerhaft. Und dann drittes, und das war auch fehlerhaft. Und da haben wir uns natürlich gedacht, okay, sowas kann natürlich mal passieren, aber bei drei Paketen, nicht dass dann irgendwie 1000 Pakete kaputt sind. Deswegen haben wir uns natürlich sofort hingesetzt und haben an das Unternehmen eine kleine E-Mail geschickt. Die haben prompt geantwortet, sich entschuldigt, sind natürlich auch der Sache sofort nachgegangen, hatten uns gesagt, sie würden uns eine kleine Entschädigung zukommen lassen. Jetzt ist gestern ein kleines Paket gekommen und dieses Paket würde ich gerne mit euch auspacken. Denn wenn man jetzt essen geht und irgendwas passt einem nicht so recht, ob das der Sitzplatz ist, ob das der Wein ist, der vielleicht im Moment zu warm ist, oder ob das jetzt die Vorspeise ist, die so ein bisschen salzig war, der Hauptgang, der ein bisschen lauwarm war, oder das Dessert, wo das Eis schon ein bisschen weggeschmolzen war, ganz egal. Am Ende des Tages überlegt sich der Wirt immer was, wie er den Gast zufrieden nach Hause schicken kann. Ob das ein Dessert ist, was dann aufs Haus gegeben wird, ob das sonst irgendeine kleine Geste ist, der Kaffee beispielsweise. Ganz egal, auf jeden Fall kommt der Wirt immer auf die Idee, eine Kleinigkeit auszugeben, damit der Gast einfach einen guten Abend hat. Und mal gucken, was die Industrie tut, um den Kunden am Ende des Tages wieder zufriedenzustellen. Ich habe natürlich wie immer mein kleines Unboxing-Messer. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt. Aus, Leute. Dose Ravioli. Das sind diese kleinen Snack-Dinger. Blumenkohl-Brokkoli-Cremesuppe. Mediterranes Risotto. Dieses Risotto holt dir den Urlaub am Mittelmeer nach Hause. Fruchtig, tomatig und super cremig. Mit sonnengereiften Tomaten, gelber Paprika, Zucchini und knackigen Kürbiskernen. Dazu Basilikum, Thymian, Salbei und Rosmarin. Freunde, wollen wir das mal ausprobieren? Das ist jetzt Kartoffelpüree mit Creme fraiche und Schnittlauch. Dann haben wir hier eine Rindfleischsuppe. Gulaschtopf mit Kartoffeln. Also Leute, das hier, Freunde, das hier, okay, das ist keine Werbung, gar nichts. Das ist wirklich, ich mache das aus Freien und ich krieg gar nichts dafür, keine Kohle, nichts, gar nichts. Aber das hier, diese Würze, ist wirklich was, was mich an uralte Zeiten erinnert. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein Fläschchen in der Hand hatte. Früher in meiner Jugend, so in den 80er, Anfang der 90er Jahre, war das ja gang und gäbe. Und da war auch in jeder Wirtschaft so ein Ding auf dem Tisch gestanden. Logisch, man musste ja immer seine Leberknödelsuppen oder Leberspätzlesuppen oder seine Hochzeitssuppen irgendwie nachwürzen. Und dann ist dann immer ein ordentlicher Schuss von dem Zeug reingekommen.
Und der Slogan, das gewisse Tröpfchen etwas. Geil, okay. Ja. Und hier haben wir noch gebratene Nudeln und Ente. Gebratene Nudeln und Ente. Hier ist nochmal ein kleines... Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit. Das war's jetzt. Okay. Was machen wir jetzt damit? Also es gibt ja jetzt nur zwei Produkte, die ich tatsächlich ab und an mal zu Hause habe. Und zwar klar, Ravioli. Von Ravioli könnt ihr jetzt halten, was ihr wollt, okay? Aber denkt doch einfach mal zurück. Ich glaube, jeder von euch hat Ravioli aus der Büchse schon mal gegessen, oder? Irgendwann mal in der Jugend? Also ich wurde in meiner Kindheit mit Ravioli geimpft, genauso wie mit normalem Tomatenketchup. Also ich kriege das nicht mehr aus mir raus. Klar, ist selbstgemacht, aber du weißt, was ich sagen will, oder? Ja. Also das hier kenne ich. Und die Dinger... Ja, das ist natürlich auch so eine... Ich meine, meine Kleine, die freut sich halt dann immer wie Schmidts Katze, wenn sie Papa was servieren kann. Wenn sie einfach selber total Lust drauf hat, dann fragt sie mich, ob ich da eine kleine Portion mitessen möchte. Und dann sage ich ja, und dann stellt sie sich in die Küche, macht so ihr Ding und das ist irgendwie, das ist richtig schön. Dieser ganze Rest. Naja, gut, okay, lassen wir das mal raus, oder? Ja. Nee, aber trotzdem, lassen wir's mit drin, wer weiß. Dieser ganze Rest ist für mich absolut fremd. Also... Klar habe ich als Kind mal so eine Blumenkohl-Brokkoli-Suppe gehabt. Aber das ist schon 30 Jahre her. So, was meinst du? Kennst du die Produkte? Schreib mal unten in die Kommentare. Ich würde, wenn du da drauf Bock hast, ich würde ein Video machen, komplett mit allen Produkten, würde alles kochen, würde alles abschmecken und würde dir dann halt sagen, do or don't. Also ob du da Bock drauf haben kannst oder nicht. Und vor allen Dingen, vielleicht, darauf hätte ich dann wieder irgendwie Lust, die Produkte eventuell nochmal so ein bisschen zu pimpen, dass du vielleicht sogar noch den mit ein, zwei frischen Produkten dazu, dass du dann vielleicht doch noch irgendwie was ganz Besonderes zauberst, okay? Ja, schreib mir das mal in die Kommentare. Ich probiere das natürlich alles erstmal so und dann würde ich mir dann entsprechend kurz Gedanken drüber machen, was man damit noch machen könnte, dass du halt einfach noch diesen Kick bekommst, okay? Aber klar, wenn man es ein bisschen eiliger hat oder wenn man einfach wirklich keine Zeit hat oder wenn die Kids mittags nach Hause kommen und dann hat man vielleicht bloß eine Viertelstunde Luft, dann ist das schon alles okay. Ja, das ist schon wirklich alles okay. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, es ist nichts bezahlt, keine Werbung hier, sondern das ist einfach, es geht einfach um das Thema Reklamation und es geht darum, was die Industrie auch dafür tut, den Kunden im Endeffekt noch weiter zufriedenzustellen, den Kunden natürlich auch zu binden, was ja ganz wichtig ist und dass man halt einfach in einem guten Licht dasteht. Keine Sorge wegen den Tütchen, die ich aufgemacht habe, die einfach nicht in Ordnung waren. Sowas kann immer passieren. Genauso wie wenn du zum Essen gehst und das Essen, was du bekommst, einfach versalzen ist. Tief durchatmen, Ruhe bewahren, kurz der Servicekraft Bescheid geben und glaub mir, dann wird alles getan, damit du zufrieden aus dem Restaurant gehst. In diesem Sinne, bin der Tobi das Kochspiel. Ja, bin gespannt. Also, auf bald.